Hey, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wieder keine Antwort. Hast du was anderes erwartet? Tja, und damit recht herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3. Drake's Deception. Wir sind hier im Jemen. Genau, im Jemen mit Elena. Die freut sich ganz sicher, uns zu sehen. Und wir gehen hier mal runter in diesen geheimen Eingang. Gucken, was wir hier noch so finden. Alles in Ordnung. Kommt runter. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Junge? Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Ubar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rub-Al-Khali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Aha. Ja. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Anscheinend. Schaut doch mal. Das sind die gleichen Säulen. Okay. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Genau. Da drin scheint eine Art Mechanismus zu sein. Ich verstehe diese Karte hier ein wenig nicht. Oh. Das ist Hinochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis' 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. Der Mond. Das ist der Mond. Nein, das sieht nicht aus wie der Mond. Auch nicht aus wie der Mond. Der Mond. Zeigt den Weg. Der Mond zeigt den Weg. Weißt du, was das ist? Ja, glaub schon. Wenn ich hier stehe. Oh, das war mein Handy. Moment, ich muss es kurz lautlos stellen. So. Okay. Wow. Da ist mein Controller fast hingefallen. Denn wenn ich hier stehe. Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen.
Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Arm, den benutze ich echt häufig. Mach es. 1, 2, 3. Ist das auch der richtige Hebel? Ja. Hört mal. Was habe ich gesagt? Respekt, es hat geklappt. Ja. Echt beeindruckend. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Die Reichtümer einer verlorenen Welt. So einfach ist es aber nie, oder? Selten. Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Ja, das sind Marlos Männer. Das sind sie. Ach, Jungs. Aha. Beste der Cola. Müssen wir wohl hier lang, ne? Und was für Symbole? Sowas habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Das sieht wie ein Mechanismus aus. Aber jemand hat die Zahnräder überall verteilt. Nimm es einfach auf, Junge. Jo. Zum Teufel kommt das denn da rum? Es muss noch einen Weg geben. Wie zum Teufel kommt das denn da hoch? Jetzt muss ich da extra hochklettern. Entschlüsselt die Bilder. Was siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt 4 Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Oh. Die Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Okay. Und was zum Teufel soll das bedeuten? Ich habe keine verdammte Ahnung. Geht es nicht. Verstehe ich nicht. Alle Räder sind da. Vielleicht gibt es eine Reihenfolge. Ist ein Versuch wert. Was ist ein Versuch wert? Das kommt raus. Und das geht rein. Okay, das funktioniert auch nicht. Was zum Teufel? Das sind die richtigen Symbole. Vielleicht sind sie am falschen Platz. War da noch irgendwas mit dem Bild an der Wand? Ich gehe da nochmal gucken. Ich gehe da noch mal kurz gucken.
Okay. Nichts gemacht. Komm schon. So geht es wohl auch nicht. Ich glaube, dass sich die beiden benachbarten Räder in entgegengesetzte Richtungen drehen. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich weiß. Und wenn wir die Symbole tauschen, so dass sich Kreuze in eine Richtung drehen und Punkte in die andere? Ist ein Versuch wert. Okay. So, und jetzt kommt Punkte. Dann Kreuz. Nein. Nein. Hey, kannst du den Drehkranz über Zahnräder mit dem Zugsystem verbinden? Na, versuchen wir es. Und los geht's. Aha, jetzt geht's. Toll. Easy. Oder ne, oder auch nicht. Dann wohl weiter. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich, nein. Okay, was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Okay, ihr wartet hier oben. Ich sehe es mir an. Ja, okay. Okay. Sully, dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Okay, so geht es nicht. Kurz in mein Schlossbuch. Okay. Und welches? Okay, das funktioniert auch nicht.